Herrlich. Ich liebe dieses Spiel. Was wollte man eigentlich machen außer tanzen, Leute? Was wollte man eigentlich machen außer tanzen? Die hier ist komplett geladen. Das Energiezellchen nehmen wir daheim mal mit. Ansonsten... Ist immer pausiert, wenn ich das Ding öffne, darum hört die Musik auf, sorry. Aber da müssen wir mal kurz gucken. Die Tischkoralle, die mit Ü, die laden wir noch rein. Und dann müssten wir mal gucken gehen, ob wir eventuell vor... Ne, halt, halt, das kommt da rein, Bio-Zeugs. Dann müssten wir mal gucken gehen. Ein bisschen Wasser hole ich mir noch. Das ist mir zu wenig. Dann müssen wir mal gucken gehen, ob wir jetzt wirklich Tosnelda finden. Ne? Also Tosnelda im wunderhübschen Exosuit, die treibt mich an die Verzweiflung. Ich mache das jetzt aber so. Ne? Also ich habe jetzt auch auf YouTube so Kommentare bekommen, wie nach dem Motto, man kann das auch später machen. Und man kann sich auch erst das Tiefenmodul bauen, wenn man sich vorher ein bisschen Diamant besorgt. Und dann kann man da dann die Story machen. Letzten Endes ist die Subnautica-Story völlig... Du kannst die in welcher Reihenfolge auch immer machen. Wir haben jetzt uns erst die eine Basis da angeguckt, die wir gefunden haben und sind eben nicht zu Tosnelda abgetaucht. Und von daher lasst mich dieses Spiel bitte einfach in meiner Reihenfolge machen. Und wenn ich irgendwo überhaupt nicht weiterkomme, dann frage ich ganz explizit. Meine Kopfhörer sind links verkabelt, ja. Das ist völlig richtig. Die sind links verkabelt. Und das ist auch gut so, weil links steht man mehr Sprüche. So, haben wir noch 4 Wasser übrig. Das sollte uns hoffentlich ein bisschen reichen. Jetzt mal ganz kurz gucken. Das brauchen wir, was braucht man davon? Nichts mehr braucht man davon mehr. Da oben das Ding, das brauche ich noch. Ist jetzt echt die Frage, ob wir uns auf die Suche nach Diamant machen oder nicht. Das ist jetzt so das, wo ich am Grübeln, am Überlegen bin. Ja, für den brauchen wir noch Diamant. Also angenommen, wir würden jetzt Diamant auftreiben können, könnte ich das Tiefenmodul für dieses Moped hier bauen. Und mit dem Tiefenmodul fürs Moped könnten wir tiefer tauchen. Und dann könnte ich dort in diese Höhle, wo wir die Tosnelda erwarten oder vermuten, könnte ich halt eintauchen ohne Probleme. Von daher, nur 2 Batterien drin, jawohl. Von daher bin ich fast ein bisschen dazu geneigt, die Diamanten zu suchen. Ist Below Zero eigentlich auch für Konsolen geplant? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach bei... wo geht's denn lang? Da. Ich bin einfach bei Konsolen nicht up-to-date. Ich hab... Entschuldigung! Aber der ist doch jetzt mehr oder weniger gegen mein Moped geschwommen, oder? Der war doch schon links an mir vorbei. So, pass mal auf. Also, ich habe einen Tipp bekommen. Und den möchte ich wirklich tatsächlich mal nutzen. Ausnahmsweise. Und zwar von diesen werten Herren von und zu Kobold, die wir alle so mögen, soll es Nester geben. Und diese Kobold-Nester soll ich untersuchen. Und ich weiß nur leider nicht mehr genau, wo diese Kobold-Nester waren. Ich meine aber, das war in diesem Biom in irgendwelchen kleinen Höhlchen oder so. Warum? Lass uns hier mal nach so kleinen Höhlen, Unterschlüpfen oder so weiter Ausschau halten, was in diesen Koboldnestern lauert. Weil wir hatten die schon... Platsch. Wir hatten die schon mal. Platsch. Aber da habe ich nicht genauer nachgeguckt. Na, gucke. Pausiert, wenn wir hier lesen.
wirklich schön. Silberhimmel von Jannika Dodofiziert, vielen Dank. Dankeschön, viel Spaß, Silberhimmel. Und was? Schafft es Koya 30 Minuten ohne erschrockenen Oktavenwechsel als Vorschlag für die Community wettet. Ich finde nur, Wette kriegen wir jetzt leider nicht mehr eingerichtet, glaube ich. Und wie schnell das geht bei Servanera, seit 18 Monaten auch schon am Start. Vielen, vielen lieben Dank, Servanera, für 1,5 Jahre. Dankeschön. So, Altera verliert das 1 Kilometer große Capital-Schiff Aurora. Das war jetzt das... Das war jetzt das, was ich gefunden habe? Die allgemeine galaktische Nachrichten, intergalaktische Perspektive. Wie interne Quellen berichten, ging der Kontakt mit der Aurora nach 18 Monaten ihrer Reise zur Installation eines Phasentors im Ariadne-System, verloren. Altera startete die Aurora vor fast 2 Jahren mit großem Aufsehen und verkündete kürzlich, das Schiff sei im Zielsystem angekommen. Berichten zufolge hat die Aurora inzwischen mehr als einen Routinecheck verpasst. Um eine Stellungnahme gebeten, sagte ein Sprecher von Altera, die Kommunikation mit Schiffen außerhalb des Phasentornetzwerks kann unter normalen Umständen Wochen oder Monate dauern und Unterbrechungen sind nicht ungewöhnlich. Die Aurora war in gutem Zustand und in ihrem Zeitplan voraus, als sie sich das letzte Mal meldete. Wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass sich daran etwas geändert hat. Dennoch betonen unsere Quellen, dass Altera den Kontaktverlust noch nicht erklären könne und angesichts des außergewöhnlichen Wertes des Schiffes und seiner Mission ergriffen sie alle erdenklichen Maßnahmen, um den Kontakt wiederherzustellen. Die Aktionäre werden dies aufmerksam beobachten. Der aufmerksame Leser wird sich jedoch erinnern, dass das Direktorennetzwerk von Altera in der Vergangenheit immer wieder Schreckensnachrichten wie diese an die Presse weitergegeben hat, nur um die Öffentlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt mit positiven Nachrichten zu überraschen. Die Beteiligungen und Geschäfte der Direktoren an der Transstaats sind natürlich keine öffentlichen Informationen. Okay. Das heißt, die Geschichte mit der Aurora scheint parallel stattzufinden. Genau, das ist das Schiff aus Teil 1 tatsächlich. Das ist das Interessante. Swordplayer, dankeschön für deinen Follow, herzlich willkommen. Ganz viel Spaß bei den Dodos. Ist das also tatsächlich am Ende parallel? Mobile Fahrzeugstation, gut, wir scannen es, dann gibt es wenigstens ein bisschen Zeug. Ganz kurz, jetzt habe ich hier gerade so viel gelesen, dass ich gerade nicht mehr genau weiß, aus welchem Arm ich gekommen bin. Hier, okay. Weil ich sehe schon, das geht entweder rund und raus. Ist das hier ein... Das sieht doch nach so einem Nest aus, oder? Das sieht doch nach so einem Nest aus, aber... Augenscheinlich nichts drin. Ich schätze aber, das waren diese... Dieses Fahrzeugteil war dann eben in diesem Nest jetzt gesteckt, ne? Weil die ja immer irgendwie Sachen klauen. Und dann findet man wahrscheinlich bei den Kobolden im Nest immer wieder solche Fragmente. Okay. So gut, so schön, aber hilft mir jetzt gerade... Wo ist das Ding da? Hilft mir jetzt gerade an der Stelle nicht sonderlich weiter, glaube ich. Mal gucken, ob wir noch ein weiteres Nest irgendwo ausfindig machen. Ja, bitteschön. Das ist für dich. Oder die Nachricht, die man gefunden hat, ist alt. Ja, das kann natürlich sein, aber... Ja... Ja gut, an sich war die Vorgeschichte ja so, dass dann jetzt das eigentlich alles schon stattgefunden haben muss. Weil sonst könnten die ja hier nicht landen und würden abgeballert werden. Na, insofern glaube ich, dass das... schon eher eine Fortsetzung ist. Also insofern muss das eine alte Nachricht sein, einfach. PDAs scheinen recht haltbar zu sein. Im Teil 1 haben wir auch welche von der Mannschaft gefunden, die schon ewig tot und so weiter. Das stimmt. Das stimmt, ja. Wie kann man denn... Kann man das Schiff auch irgendwie so in der Achse drehen? So, so. Ihr wisst, wie ich meine, hoffe ich. Weil mit Q und E ja nicht. Hector.
Swordblader wurde auch direkt mal dodofiziert. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Super Sache. Irgendwie habe ich da diesen großen Schatten. Kommt der her? Naja, wir tun so, als wäre nichts. Die Frage ist halt, wo würden wir Diamant herbekommen? Bis wir Diamant finden, haben wir wahrscheinlich auch die Tusnelda da aus der Spalte da irgendwie raus operiert aus dieser Schlucht. Okay, Tusnelda aus der Spalte raus operiert. Ich nehme das zurück, ich habe das nie gesagt. Weiter. In Teil 1 war die Degasi auch 10 Jahre vor der Aurora. Ja, wie viele Jahre weiß ich nicht, aber deutlich. Das war deutlich. Wir haben ja dann diese Überreste von der Degasi-Besatzung gefunden. Also nicht die sterblichen Überreste, aber die Basen, die gebaut haben und so. Und tatsächlich waren die ja sehr, sehr überwachsen oder verrostet und kaputt und alles. Von daher glaube ich auch, dass das schon etliche Jahre gewesen sein müssen. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Ich wollte nur gerade gucken, ob eventuell irgendwelche Teile respawned sind, aber auch nicht. Einen kleinen Ausflug machen wir jetzt noch, in der Hoffnung, ich bin immer noch auf der Suche. Moment, was bist du denn? Ich kenne dich nicht. Dankeschön. So. Für die Wissenschaft. Tiere und Pflanzen lesen wir dann wieder gebündelt. Der sieht ja auch lustig aus. Lesen wir dann wieder gebündelt. Also, ich bin immer noch auf der Suche nach den, nach diesen Abteilen, die wir an die Bahn hier hängen können. Sprich. Oh Gott. Sprich, die Crafting-Station. Und ich weiß nicht, was wir noch hatten. Schlafwagen, glaube ich, hat man schon fertig. Hier liegt auf jeden Fall was, das sieht aber nicht nach Crafting aus. Ich glaube, das ist wieder das Aquarium oder was auch immer. Schlafabteil, schauen wir mal. Ja, das haben wir augenscheinlich schon. Hopp! Au! Das war ein Arschlochfisch! Scheiße! Oh, Moment, ich habe mal ein Kreaturenei bekommen, oder? Ja, wunderbar, super, freut mich. Scheiße. Ich dachte, es wäre so ein Aufschluss zum Aufhauen. Da habe ich erst gesehen, scheiße, da steht Kracherfisch dran. Da war es aber auch schon zu spät. Naja, hat jetzt nicht so weh getan. So, wir können jetzt nicht mehr wirklich viel tauchen, aber ich glaube, das ist die... Ist das schon die Schlucht, wo ich hin will? Ich weiß es gar nicht. Nee, der Punkt, wo ich... Nee, 400 Meter weg, das ist eine andere Schlucht. Wir bleiben mal so ein bisschen auf der Höhe, schauen mal, ob wir da unten irgendwelche Teile liegen sehen. Da ist auf jeden Fall ein markiertes Wrack. Das war, da waren wir also schon. Wirkliche Teile liegen hier jetzt keine mehr. Ja. Da liegt was, aber ich weiß nicht, was das ist. Also. Eise, kannst du mal weg da, Junge? Echt mal woanders hin, Junge. Ist hässlich, echt jetzt. Abhauen, Junge. Ach Gott! Nee. Okay. Sekunde. Und das alles für ein Aquarium. Weißt du, was ich vergessen habe? Gib Küsschen. Oh, echt. Und vor allen Dingen so ein Riesenarmleuchter. So ein Riesenarmleuchter ist ja auch noch in diesem scheiß Höhlensystem, wo wir rein müssen. Neben diesen ganzen Hypnoviechern. Deshalb will ich eigentlich, ehrlich gesagt, vorher einen Diamant haben. Um dann...
naja, mit dem Ding hier reintauchen zu können und nicht händisch. Aber wir werden das einfach probieren. Ich werde, wenn wir sterben, sterben wir. Ich speichere vorher ab hier. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ja, ja, ist auch gut. So, jetzt sind wir wieder an... Ach, du schon wieder. Jetzt sind wir wieder an der Position. Es ist natürlich genau Nacht, ne? Pass auf. Wir dümpeln jetzt noch ein bisschen hin und her, bis wir wieder Tag haben. Oder auf Erbsengröße zusammengeschrumpft wurden aufgrund des Drucks. Dümpeln wir noch ein bisschen hin und her, vielleicht finde ich noch so ein Fragment. Gleich mit Zunge. Ja, wenn schon richtig. Oh, das ist schon wieder das neue Biom hier, ne? Vielleicht haben wir hier ja Glück und hier gibt es sowas wie Diamant. Dieses helle da, ist das? Ne. Weiß jetzt auch gar nicht, wie Diamant aussieht. Wahrscheinlich ähnlich wie der Kristall, nur da müssen wir mal genau gucken. So. So, das ist in solchen Aufschlüssen drin. Huch. War da nicht gerade noch was? Ah. Ne. Ah, ich dachte, das wäre so ein. Irgendein schwarzer Knubbel. Das ist normaler Kristall, oder? Hat sich noch nicht mal richtig vorgestellt. Ich bin da altmodisch. Nee. Coach braucht erst lange Kennenlernphasen. Das ist nicht ein Scanner für Ressourcen. Ja, aber der reicht nicht so weit. Der reicht nicht so weit. Ich meine, ich kann hier mal anschmeißen, ob ich Diamant zufällig... Oh, das sieht schon... Ach Gott! Meine... Esse! Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Das sieht aber auch schön aus da unten. Nur man sieht nichts richtig, aber da kommt so. Da kommt ein ganz anderes Biom. Ah, ist ja gut. Es knarzt wieder so komisch. Ich sollte mal kurz das Ding reparieren. Meinst du, ich kann hier aussteigen? Ei. Du knarzt mal Ölen. Ich quietsche gleich wieder. Da tun wir mal auf die 4. Ich mal spaßeshalber, das kenne ich jetzt mal für Diamanten, aber Gold, Silber, Quarz, Kupfer, Salz. Da. So läuft. Heißt denn das da unten? 16 oder 14 oder was von 23 oder was da steht? 14 von 23, weiß nicht, was das heißt. Aber Suche läuft, ist nichts. Oh. Pech. Aber das Biom hier unten könnte schwer interessant werden, oder? Das sieht krass aus. Fällt gleich auseinander. Ne, wir sind ja nur auf 133 Meter. Ich habe richtig geparkt. Guck mal, das ist ein Tier. Das ist eine, hat man, die so ähnliche gab es im ersten Teil. Ach Gott! Ja, das ist aber! Oh fuck!
Ein Quarz haben wir auch schon. Also, hat das ein Autosave gehabt jetzt oder was? Das war übrigens ein Oh, das war. Ja, okay. Später. Und da ist das. Da ist das Kackvieh schon wieder. Haut. Tschüss. Weg. Speichert der eventuell, wenn man aus- und einsteigt? Lass mir die Ruhe. Ich komm nicht weg, ey. Ich komm nicht weg. Das ist krasser Scheiß. Das Vieh ist anhänglich wie Sau. Ich hab ja schon gesprintet zwischendrin. Heilige. Ich mach nochmal einen Sprint an. Weg von dem Kackvieh. Macht wahrscheinlich einen Safe, wenn man außen einsteigt, so scheint's mir. Oh, ich höre schon wieder was. Ey, das ist echt eine sehr, sehr unangenehme Gegend. Erster Tod. Bedauerlich, muss ich zugeben. Warning. Maximum depth reached. Okay, pass auf. Kann ich den... Oh, das tut aber ziemlich weh, wenn ich den ramme. Ich dachte, den könnte ich vielleicht mal ein bisschen beeindrucken. Habe ich aber, glaub sogar. Oder? Vielleicht kommt er und frisst mich. Aber, das war jetzt so meine Idee, den mal ein bisschen verjagen. Moment, jetzt habe ich irgendwas weggemacht, was eigentlich auf der 5 war. Dann sind wir wieder auf die 5 hier, glaube ich, sowas. Er sah tief bewegt aus. So ist es. Tiefe Koja, ja. Wenn ich mal ein paar Knackser kriegt wegen Tiefe, ist mir das relativ egal. Dann repariere sie halt wieder. Das tut ja nicht weh, wenn ich die reparieren muss. Das zieht ja nur ein bisschen... Ja, der ist sehr beeindruckt. Seht ihr? Der war mindestens eine Minute weg. So. Also pass auf, wir müssen irgendwie hier in der Gegend jetzt nach dem Eingang in die Tiefsee mehr oder weniger nochmal suchen. Das, was ich damals an Verdacht hatte, was hoffentlich nach wie vor gilt, ist, dass wir dieses eine Unterseekabel finden müssen. Ich find's nur nicht. Also das sind nicht die Kabel, sondern dieses... Das dann? Nee, das ist kein Kabel. Ah, leck mich doch! Warum müssen die das auch auf 150 Meter machen, genau? Ein bisschen mehr Sicht wäre gut. Irgendwo hier müsste... Da ist das abgerissene Kabel. So... Da ist ein Wal, da brauchen wir keine Angst vor haben. Endlich mal. Huch. Wo ist denn das abgerissen? Genau, kacken her. Moment. So, mal ganz kurz. Diese Hypno-Viecher hier. Entschuldigung, Wal. Ja, kein Problem, ich bin weg. Alles gut, Wal. Dir tue ich nichts. Selbst die Wale wollen mich heute fressen. Auf der anderen Seite ist auch noch so ein Kabel. Da. Da ist es. So, und dem müssen wir jetzt nach. Warning. Maximum depth reached. Geh mir nicht auf den Sack. Warning. Maximum. Die Frage ist ja. Naja, ich gehe ja schon hoch. Hier, das knarzt wieder so gewaltig. Die Frage ist ja, müssen wir da runter in das Loch? Oder müssen wir dem Kabel in die Richtung? Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ja, steig ja auf. Ich will nur diese Hypno-Viecher weg haben, ohne dass ich selbst in eine Gefahr komme. Deshalb ramme ich die gerne. Also, ich würde sagen, das ist unsere Einstiegsluke hier, oder? Wir versuchen mal diesem... Wieso hat denn der sich jetzt gedreht? Warte mal. Moment. Ist das... Warte mal, hier geht's ja rein. Die Versorgungsluke. Moment. Ach, da sind wieder diese Hypno-Viecher. Ist hier am Ende was?
Das ist die Basis. Das ist die Basis. Das ist die Basis, wo wir schon waren. Alles klar. Na gut, okay. Kreislauf zickt gerade. Ich gehe mal in den Lurk und schaue schon am Handy weiter. Ah, nein, wenig schonen. Klare Sache. Trinken, essen. So. Ja, was machen wir denn da jetzt? Überhaupt keine Ahnung, was das Spiel von mir will an der Stelle. Hat Sauerstoff. Das will ich. Und dann schauen wir mal in diesen Spalt da rein und gehen wir mal nach unten. Schauen wir, wohin. Das Kabel geht ja hier in den Boden oder kommt aus dem Boden, wie auch immer. Und warum dreht es mich jedes Mal, wenn ich aussteige? So, da. Ich hoffe halt nur, es gibt hier irgendwo genug Sauerstoff. Das ist meine Sorge, ehrlich gesagt. Oh, mach nochmal die, Karte aus. So. Das geht auch so schief. Also ich finde das hier ja mega schön. Aber hier kommt halt kein Kabel, an dem ich nachfolgen könnte. So wie ich mir das erhofft habe. Boah, das sieht richtig geil aus. Wie viel Sauerstoff haben wir noch? Wir tauchen mal eben 300 Meter. Wo ist meine Seebahn? Ich sehe sie nicht mehr. Die Bahn. Da oben. Okay. Bisschen können wir noch. Ja, aber keine Anzeichen davon, dass ich irgendwie richtig wäre. Na gut, wir müssen einmal zurück. Sauerstoff holen hilft nicht. Beim Zuschauen vom Game bleibt dann schon mal die Luft kurz weg. Echt so, oder? Also ich gehe da auch immer voll mit. Also das scheint nicht der richtige Einstieg zu sein. Das Kabel reißt hier ab. Achso, das ist das abgerissene, Kabel von da oben. Darum geht es da auch nicht weiter. Das abgerissene Kabel von da oben. Das führt also zu dieser Basis, wo wir schon waren. Also müssen wir in die andere Richtung. Müssen wir den... Wow. Leck mich doch ab, Hintern.